Leute, heute habe ich mal ein Video mitgebracht. Das war das allererste Video, was ich jemals gedreht habe. Dementsprechend gibt es da eventuell noch ein, zwei kleine Sachen, die nicht ganz optimal gelaufen sind. Aber ich habe es wiedergefunden und ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Deswegen habe ich es einfach mal geschnitten und nachvertont. Schreibt mir am besten mal in die Kommentare, war gut Leon, war schlecht Leon. Wollen wir mehr sehen, wollen wir weniger von sehen? Das wird mir schon definitiv helfen. Dann lasst uns jetzt keine Zeit verlieren und wir fangen einfach mal damit an. Wir fangen mit den Chilis an, also beziehungsweise das sind Peperonis. Habe ich eine grüne, eine rote und eine gelbe. Die schneidet ihr als erstes in feine Streifen. Ich benutze die Kerne immer mit, weil so scharf sind die eh nicht. Anschließend holt ihr euch eure Mohrrüben, hier 4 Stück, schälen und dann mit einem Messer in, ja, ich würde mal sagen, ungleichmäßig dicke, große Streifen schneiden. Ich finde das eigentlich ganz geil, weil dann sind die nicht alle gleich. So, vom Brokkoli trennt ihr am besten die Röschen ab, aber ich mache das jetzt nicht zu fein, also die schneide ich jetzt nicht mehr nochmal richtig klein, sondern einfach die Röschen abtrennen und ein bisschen verkleinern. So finde ich die eigentlich ganz geil. Lauchzwiebeln einmal längs aufschneiden, die äußere Haut entfernen, dann auch in Streifen schneiden, aber ein bisschen dickere habe ich jetzt gelassen als die Chilis. Anschließend die Mini-Paprika, da als erstes mal oben das Kerngehäuse entfernen, dann halbieren, das Weiße abschneiden und dann erst in Streifen und dann in nicht zu kleine Stückchen schneiden, weil sonst werden sie klein und matschig. So sieht das dann aus. Das Hähnchenfleisch halbieren wir längs einmal und schneiden dann schräg dünne Streifen ab. Von den Zuckerschoten einmal oben und unten, wenn notwendig, die Spitze abschneiden und dann auch klein schneiden. Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Als erstes Zuckerschoten, Brokkoli und Paprika ein paar Minuten andünsten. Und dann kommt das restliche Gemüse oben drauf. Chilischoten und Mohrrüben. Alles noch weitere 2-3 Minuten durchschwenken und dann mit der Kokosnussmilch ablöschen. Ich hatte, glaube ich, noch 400 Milliliter Gemüsefond dabei. Dann wird es auch ein bisschen flüssiger. In der heißen Suppe garen wir jetzt nämlich unser Hähnchenfleisch. Kochen das auf jeden Fall nochmal stark auf. Da ist Gewürze dazu. Als erstes Curry, dann haben wir Salz. Dann haben wir frisch gemahlenen Pfeffer. Etwas Paprikapulver, hartnäckiges Paprikapulver und frisch gemahlener Muskatnuss. Den finde ich auch persönlich immer sehr geil. Alles aufkochen. Auf einem Teller erst eine Portion Reis anrichten. Ordentlich was vom Curry dazu, noch ein bisschen was Flüssiges. Ich persönlich stehe hart auf Sesam, besonders zu so welchen Essen. Deswegen gibt es da auch nochmal ordentlich was drauf. Und nun müsst ihr noch eine kleine Lightshow veranstalten. Da dachte ich, ja, ich filme das einfach mal und mache mal ein bisschen Licht. Das sieht schon irgendwie cool aus, später auf dem Video. Seht ihr ja. Gut, das war's für heute, meine Freunde. Ein Hähnchencurry mit Gemüse und Kokosnussmilch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr konntet noch was lernen. Für mich war's das für heute, meine Freunde. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß beim Nachkochen.